Ja, gut, servus, grüß euch, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Need for Speed. Und ja, wir haben in der letzten Folge aufgehört damit, dass wir mit Manu ein geiles Rennen gefahren sind. Jetzt hat er nochmal angerufen und wollen wir uns doch glatt mal anhören, was er uns zu sagen hat. Hey, Bro. Wollte dir eine neue Route zeigen, aber wie es aussieht, bin ich spät dran. 2SR24, brauche eine Identitätsprüfung. Over. Roger 24. Tja, ich bin spät dran. Ist das Ihr Fahrzeug? Ja. Führerschein und Zulassung. Ich wurde gerade angehalten. Sir, legen Sie das Telefon weg. Officer, ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell ich war. Dafür ist der Tacho da. Führerschein und Zulassung. Ich frage nicht noch einmal. Okay, ich glaube, die will Ärger machen. Muss auflegen. Aus dem Wagen. Wow. Okay, okay. Hier ist mein Führerschein. 2-24-1199. Roger, brauchen Sie Hilfe? Ich will Ihre Hände sehen. Locker, Mann. Aus dem Wagen. Was geht denn da ab, ey? Ach du Kacke. Okay, da müssen wir auf jeden Fall hin. So, wir haben auf jeden Fall jetzt Missionen von Manu, Robin, Spike und Amy. Und das schauen wir uns jetzt mal auf der Karte an. Ich glaube, als nächstes... Oh. Wer ist das? Manu. Achso, er ist direkt hier um die Ecke. Ja, dann würde ich sagen, komm, warten wir nicht lange. Fahren wir da jetzt hin. Oder? Fahren wir doch zu Manu, der ist direkt um die Ecke. Mal gucken, ob wir ihm vielleicht helfen können. Oh, hier gibt es ein Foto. Moment. Hier gibt es ein Foto, das machen wir. Wie konnte man das Foto nochmal machen? Da, R1. Yes! Petrochemiefabrik, geil! Schön wieder ein bisschen Erfahrung umsonst bekommen, schönen Schnappschuss hinzugefügt. Und dann fahren wir weiter. Oh no! Ja, alles okay, Geldstrafe. Ich zahle die Geldstrafe. Man muss aufpassen. Wenn man zu dreist und zu schnell fährt, dann gibt das ganz, ganz, ganz schnell Ärger. Ja, boah, nochmal? Ist ja okay, jetzt habe ich schon 100 Cash gezahlt. Leute, fahrt bloß weiter. Himmel, Arsch und Zwirn. So. Driftversuch, okay. Versuchen wir mal zu helfen. Tarek Two-Step, fahre den Driftversuch. Tarek Two-Step, glaube ich, oder? Was muss ich denn machen? Ah, ich muss 35.000 Punkte erreichen. Ja, ich denke mal, das kriegen wir hin. Wir haben ja bisher immer schon so noch 40.000 gehabt. Guck mal. Leckerster Drifter mal Alec, oh mio. Da wird mir ganz anders, doch. Da kloppt dann von unten an den Tisch. Oh, und dann auch mal so ein Drift, ne? Auch mal ein, wo man richtig runterslohen muss. Ganz wichtig, dass man die auch steht und dass man da durchzieht, dass man da schnell ist, hör mal! Fährt er mir vor die Latichte da? Ich glaube, ich werde klopst. Oh, ist das lecker. So, weiter geht's. Ich krieg einen Anruf von Spike. Spike, ich kann gerade nicht. Ich race. Bums. Souverän rumgehackt. Geiles Ding. Jetzt ein etwas längerer Drift hier. Yo. Ja, den haben wir mitgenommen. Ne, eine Polizei. Der Polizei, ja, ich kann gerade nicht, Leute. Ich habe schon 500 Tickets. Boah, 500 Flöten auf der Uhr. Scheiße. Ich muss dieses Drift-Ding aber erstmal zu Ende bringen. Leute, bitte verknackt mich nicht. Bitte verknackt mich nicht. Ich muss jetzt hier gerade driften. Es tut mir leid. Ah, ich habe es schon geschafft. Sehe ich gerade. Ich habe es schon geschafft. 830 Knete. Ich glaube, das wird das erste Mal, dass wir vor der Polizei wirklich fliehen müssen. Ja, es tut mir leid, Leute. Ich muss gerade hier fahren. Ich kann gar nicht anhalten. Und so viel Knete möchte ich auch nicht zahlen, bitte. Nein, ich stopp jetzt nicht. Und Tauser zahle ich auch nicht, ey. Da fahre ich lieber weg. Ihr könnt mir die Puppe schmatzen, Leute. Lasst mich in Frieden. Haut ab. So, und was habe ich? 53.000 schon. Ja, ist ja in Ordnung. Ich halte ja sofort an. Hier ist erstmal das Ziel. Boom. Das Ding haben wir geschafft. 56.000. Nice. Neue persönliche Bestleistung. Wunderbar. Ich glaube, jetzt versuchen wir am besten mal abzuhauen, oder? Dann ist das Polizeiauto. Oh, oh. Level 9 immerhin. Geil. Ordentlich ein bisschen Knete bekommen. Ordentlich Style-Punkte, Outlaw-Punkte, Schrauber-Punkte. So, und jetzt aber nichts wie weg. Nichts wie weg, damit uns die Bullen nicht kriegen. So. Weg. Ihr seht hinter mir das Polizeiauto. Ich muss hier weg. Ich mache einfach einen U-Turn. Oh, den U-Turn hat er mitgekriegt. Mein neuen U-Turn.
zu Fuß. So, jetzt steht er nämlich falsch. Jetzt muss ich richtig Gas geben. Jetzt schnell Gas geben und weg hier. Und weg. So, er ist weg, er ist weg, er ist weg. Abkühlphase, Abkühlphase, in der Abkühlphase darf ich mir jetzt nicht zu Schulden kommen lassen. Ganz entspannt. Noch 4 Sekunden Abkühlphase. Wehe, der kommt da jetzt lang. Wehe, der kommt da jetzt hoch. Nein, 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 er kommt, bitte! Scheiben! Ah, ich hab's geschafft. Entkommen. Wenn du entkommst, werden deine Geldstrafen und deine Fahndung zurückgesetzt und du erhältst einen Rap-Bonus. Die Menge an Rap wird durch die Fahndungsstufe bestimmt, die du hattest, als du entkommen bist. Da, direkt vor mir. Ey, ich hab so Glück gehabt, dass gerade die Fahndungsdings aufgehört hat. Gerade die Fahndungszeit durch war. Puh, geschafft. Sehr gut. Okay, weiter geht's mit den Rennen, würde ich sagen. Als nächstes haben wir Spike auf der Uhr. Der ist auch direkt hier um die Ecke. Fahren wir doch mal hin. Spike möchte mit uns nämlich einen Sprintrennen fahren. Glaube ich. Oben links in der Ecke seht ihr übrigens auch immer, wenn ein neuer Song einsetzt. Also wenn ihr einen Song geil findet, dann guckt es. Könnt ihr es euch da angucken. Ich finde ja auch den Sound der Autos mega geil. So, jetzt müssen wir hier fahren. Es ist manchmal gar nicht so einfach so mit diesen verwinkelten Straßen und so. Das ist, da muss man immer ein Auge drauf haben. So, jetzt kann ich hier mal ein bisschen Gas geben. Ich glaube, ich fahre aber auf der entgegengesetzten Spur. Ja. Egal, fahren wir weiter. Macht gerade Spaß. Don't try this at home, sei an dieser Stelle. Nicht zu Hause nachmachen. Immer fleißig auf der richtigen Spur fahren. Das gibt sonst Ärger mit der Polizei. Ja, dann fahren wir hier mal rüber. Wunderbar. Wieder ein paar Rap-Punkte bekommen. 266 km/h. Das läuft. Hier hätte ich runtergemusst, deshalb mache ich hier mal so einen Donut. Weil ich mal wieder zu langsam gecheckt habe, dass ich hier hätte abbiegen müssen. Wir sind auch gleich schon Level 10, also das läuft richtig gut mit den Leveln gerade. Ach so, was ich mal ansprechen wollte, sowieso. Das Spiel hat ja einen Online-Zwang, ne? Need for Speed hat, dieses Need for Speed-Spiel hat einen Online-Zwang. Man muss zwangsläufig immer online sein. Und da wollte ich euch mal fragen, wie ihr das denn so findet. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Wie findet ihr das? Oder wie findet ihr Spiele im Allgemeinen, die Online-Zwang haben? Meine Meinung dazu ist so, mir ist es eine egal. Weil heutzutage bezahlt man halt mit Daten und mit Nutzungsdaten und so weiter und so fort. Und ich habe eh immer Internet an meinem PC dran. Deshalb ist es mir echt wurscht. Und eben dadurch halt auch an der PlayStation. Insofern, mir ist es egal. Mich kümmert das nicht wirklich. Wie ist eure Meinung dazu? So, Turbojagd. Jo. Nicht lang schnacken, Spike. Wir sind gekommen, um zu rennen. Fahre das Sprintrennen mit Bryn. Da bist okay. Du ja. Okay, Großer. Bringen wir es hinter uns. Okay, Alter. Alter, das Auto sieht ja schon wieder aus wie hingekackt, ne? Da müssen wir gleich wieder Teile machen. Das ist Bryn. Sollen wir mit ihm mal rennen jetzt hier? Hau ab, Bryn. So, gleich mal gucken. Geradeaus erstmal. Ordentlich geradeaus. Laster, schön dann vorbei. So, easy. Sind auf die Bremse getreten. Ah, da holt er auf. Da muss ich pusten. Shit. Das war überhaupt nicht gut. Da habe ich nicht drauf geachtet, wo man lang muss. Ah, ist das bitter. Ah, Bryn ist natürlich vorne, aber es sind noch genug Checkpoints, um ihn einzuholen. So, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Ich glaube, das ist noch möglich. Da, ich komme ihm schon näher. Jetzt bin ich nochmal Boost. Komm schon, Bryn. Mach keinen Faxen hier. Zack. Bin erstmal leider gerammt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber jetzt schön den Boost draufhalten. Vorne bleiben. Ich muss jetzt hier wieder ein bisschen vom Gas gehen. Das nutzt er natürlich, um aufzuholen. Ihr seht links unten in der Minimap, er ist nah dran. Jetzt schön weiter drauf. Er kommt mir näher. Da drifte ich halt um die Kurve. Um jetzt nochmal im Boost rauszugehen, er hat sich verdreht. Ihr seht es auf der Minimap, er hat sich verdreht. Hat jetzt Mist gebaut, das heißt, ich habe ordentlich Zeit. Kann jetzt ganz entspannt das Rennen zu Ende fahren. Und
da ist der vorletzte Waypoint und hier ist das Ziel. Erst A. Jawohl. Ja. Erster Platz, 1 Minute 42 hat's gedauert. 4 Cash haben wir wieder in die Pranke bekommen. Katsching. Irrer Speed, muss ich auch mal probieren. Geil, Stufe 10 und sogar Stufe 10,5 schon. Das geht ja richtig, richtig gut voran. Richtig, richtig nice. Jawohl, den haben wir abgeserviert. Manu ruft an. Gehen wir doch mal direkt ran bei Manu. Hey Mann, die Cops hier machen mir echt das Leben schwer. Ich starte einen letzten Versuch, danach düse ich ab. Treffen wir uns und fahren einen aus. Wir sehen uns. Geht klar, Manu. Machen wir. So, jetzt schauen wir aber erstmal nach. Ich glaube, den Donut da vorne hatte ich mir schon geholt. Direkt hier um die Ecke ist Amy. Ja, Amy. Spike ruft an. Gehen wir mal ran. Alter. Brill wird echt sauer sein. Ich sehe ihn schon über seinem Drink heulen. Jo, den haben wir weggehauen. Okay, bis später. Geil, den haben wir richtig weggemacht, diesen Brim. Und jetzt machen wir zu Amy. Die hat nämlich auch ein schickes Rennen für uns. Ein Sprintrennen. Oh, da ruft sie auch schon an. Mann, ich hoffe, du weißt, was heute passiert. Es geht nämlich ab, Mann. Lass dir das nicht entgehen und pass auf dich auf. Es geht nämlich ab, Mann. Das lasse ich mir auch nicht entgehen, Amy. Ich bin da und zu rennen. Los geht's. Okay, achte auf den oberen Bereich, dann ist alles gut. Achte auf den oberen Bereich, dann ist alles gut. Bitte, was? Kein Plan, was er will. Auf jeden Fall wird hier wieder ordentlich gesprintet. So, ordentlich Fuß gezündet. 19 Kontrollpunkte. Erstmal vorbei an Amy. Ganz klar. So, Startzielsieg jetzt hier. Naja gut, wir waren von Anfang an nicht auf 1, aber wir ziehen durch. So, jetzt habe ich einen halben Boost. Gleich zünden. Gleich zünden. Wunderbar. Hier schön der blauen Linie folgen. Oh je. Das war aber übelstes Manöver. Da habe ich mit dem Heck die Seitenwand touchiert. Die Mucke ballert. Hier schön draufbleiben auf der blauen Linie. Lecker, lecker. Und jetzt mal Boston hier. Mann, Boss. Das ist eine gerade Strecke. Da kann man schon mal Gas geben. Da darf man ruhig mal Highspeed fahren. Ganz wichtig. Auch mal Highspeed. 263 km/h. Ganz klare Sache. Ja, ja, ja. 264. Da muss man auch mal draufstiefeln jetzt. Auch mal draufstehen. 265. Come on jetzt. 269. Da ist das Ding drin. 273. 275. Hallo. Das läuft. Jetzt finde ich nochmal einen Boost. Komm. 277, 279. Es lübt, sag ich mal. Es lübt. So, 9 von 19, 10 Dinger. Brauchen wir noch. Da hätte ich fast einen Unfall gebaut. Ich sabbel mal wieder zu viel. So. Ordentlich drauf treten. Das ist hier eine schöne, gerade ebene Strecke. Ich glaube, da hat Amy nicht mehr viel zu merken. Anzumerken. 3 Kilometer Rennen sind noch vor uns. Das heißt, es kann allerdings trotzdem noch viel passieren. Spike will mich schon wieder am Telefon haben. Spike, entspann dich. Ich kann gerade nicht. Ich muss gerade Amy in ihre Schranken weisen. So. Ganz entspannt. Oh, shit. Ja, verstehe. Da hätte ich drauf achten müssen, dass ich da lang muss. Amy, ich fahre doch gerade mit dir ein Rennen. Jetzt hör auf, mich anzurufen. Oder ruft sie an, um mir zu sagen, du hast gewonnen. Ah, jetzt lasse ich mich dadurch ablenken. Da unten kommt sie nämlich schon wieder. 2 Checkpoints noch. Komm schon, ich darf das jetzt nicht noch abgeben. Da, vorletzter Checkpoint. Komm, das ist doch unser Sieg. Da oben ist das Ziel. Sieg! Jawohl! Eingebrannt. 7000 Cash bekommen. Oh, das sind nochmal 3000 mehr. Geilo. Ja, läuft. Raketenfahrer, Respekt. Hashtag Dauergrinsen. Und wir sind schon Stufe 11. Boah, Leute, das läuft aber. Aber hallo. So. Mal gucken, was Amy dazu zu sagen hat, dass ich sie fertig gemacht habe. Erstmal ruft Spike an. Yo, wir starten ein Highway-Rennen. Wird nicht einfach, also sieh zu, dass deine Karre was kann. Lass dir vielleicht von Ames helfen. Okay. Die Typen meinen's ernst. Bis später. Neue Teile am Lager. Im Lager. Ja, das Lager wäre jetzt natürlich wieder, also da müsste ich wieder zur Garage. Und in der Garage ist man eh automatisch, wenn man einmal aufgehört hat und wieder reingeht. Ich würde sagen,
Wir hören uns nochmal an, was Amy zu sagen hat. Wir haben sie ja gerade abgezogen. Mann, was geht ab? Ist das wahr? Du hast exklusive Gesellschaft, mein Freund. Bis dann. What? Wir haben exklusive Gesellschaft, Leute, das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Das gucken wir uns an. Und zwar direkt in der nächsten Folge. Also, vielen Dank, dass ihr immer noch dabei seid. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr es immer noch guckt und es immer noch Spaß macht. Ich finde es immer noch geil, es macht mir Spaß. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Yay.